Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani AquaArt. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Wobei es gar nicht mehr stimmt, weil wir haben ab heute eine neue Rubrik in dem Podcast. Ich begrüße den Roland Numrich. Hi Roland. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Eine neue Rubrik. Wir wollen es vielleicht monatlich, wenn wir es schaffen, machen, dass wir uns einfach mal für eine Stunde zusammenhocken und eine Stunde über die Aquaristik ratschen. Jetzt ist die Frage, da es eine neue Rubrik ist, ich würde halt auch noch so einen kleinen Trailer oder sowas einspielen. Wie wollen wir denn das Kind nennen? Ich hatte da schon ein, zwei Ideen. Meine erste Idee war Fett und Nett. Wie heißt das? Fett und nett. Was ist das denn? Fett und nett. Nobody shaming here, please. Aquaristik Real Talk mit Roland und Holger. Also, das ist nicht so gut. Findest du es nicht gut? Weil es ist ja jedem bewusst, weil ich bin ja nicht nett. Ach, du kannst schon nett sein. Du willst es nur nicht. Ich glaube, du bist ja nett, aber du tust so, als ob du der letzte Assi wärst. Ja, das Geile ist, als ich meine Frau kennengelernt habe, war ich auf einer Geburtstagsparty von ihr. Und die hat im dritten Stock gewohnt, ohne Aufzug im Altbau. Das waren 110 Treppen. Ich bin da dann später auch in diese Wohnung gezogen. Und da waren da oben die Leute und dann war ich da völlig außer Atem und war eigentlich mehr damit beschäftigt zu überleben. Und dann haben die mich so dumm angeredet alle. Und dann habe ich da echt so einen Koller gekriegt und habe angefangen, alle Leute auf dieser Party zu beschimpfen. Und zwar aufs Übelste. Also wirklich aufs Allerschlimmste. Ich kann das jetzt hier öffentlich gar nicht alles kundtun. Und dann kam eine Frau, die heute eine unserer besten Freundinnen ist, auf mich zu und sagte zu mir, Holger, du bist doch nur böse, weil du dich gut nicht traust. Und da hat sie mich natürlich, voll durchschaut. Ja. Du bist doch nur böse, weil du dich gut nicht traust. Genau. Ja, hast du denn auch irgendeine Idee, wie wir das Baby nennen wollen? Ich hab mir da gar nichts dazu überlegt, muss ich ehrlich sagen. Für mich das war einfach eine gute Idee, weil halt immer wieder die Nachfragen kommen, auch bei mir, was für Tendenzen gibt's denn oder was für interessante Fische gibt's in nächster Zeit oder wie ist die Situation, gibt's die Fische mal wieder? Und ich meine, ich versuche es immer ein bisschen auf meiner Facebook-Seite und Instagram-Seite ein bisschen zu zeigen, was ich denke, was interessant sein könnte, aber das ist halt immer nur so ein Moment, das ist ein Bild und ein Text dazu, aber wenn man das jetzt in so einem Audioformat einfach mal ein bisschen drüber reden kann und denkt, ich glaube, da gibt's schon andere Möglichkeiten noch. Wobei halt immer das Problem ist, über Fische zu reden, ohne dass man sie dazu sieht, ist natürlich ein gewisses Problem. Also da ist jetzt schon eine gewisse, ja, Nerd-Gemeinde voraus, die dann in etwa weiß, um welche Fische es eigentlich geht. Ja, wir würden jetzt auch tatsächlich. Ich glaube, wir müssen es einfach mal probieren. Das können ja alle dann da unten drunter schreiben, sagt, was für ein Quatsch, lass den Blödsinn sein, ich will Bilder sehen. Ne? Genau. Aber grundsätzlich denke ich, ganz gutes Format. Ja, aber so einen Namen dafür fällt jetzt auch nicht ein. Wollen wir es jetzt mal Fett und Nett nennen oder? Müssen wir mal überlegen, ja. Muss man mal überlegen. Ja, überlegen wir mal. Also wie gesagt, Ich meine, du bist ja da unten in der Fischdiaspora in München. Also da gibt es viele Aquarianer und keine Quellen. Vielleicht sollte man das irgendwie Nachrichten aus dem Keller in München. Ja, also da denke ich mir natürlich auch. Ja, Nachrichten aus der Diaspora. Das ist ja so, als wenn ich hier den letzten Strohhalm ergreifen würde und der Roland rettet mich jetzt hier aus dem Sumpf oder wie war das? gut, also so Real Talk mit Roland und Holger, das wäre auch so eine Möglichkeit. Ich lasse mir noch was einfallen, ja, und dann absolut. Sprechen wir es irgendwie ab und ja. Dann mache ich uns dann einen lustigen Trailer.
Was wir den Zuschauern auf jeden Fall auch die Gelegenheit geben sollten, ist, ob sie überhaupt was mit dem Format anfangen sollten. Wie du gerade gesagt hast, also wir werden uns halt jetzt viel über Fische unterhalten und haben da in dem Audioformat natürlich die Möglichkeit, hier auch einen vom Leder zu ziehen, weil dafür ist so ein Podcast da. Aber die Bilder dazu fehlen halt. Aber wir würden halt mal die Leute einfach in so einer offenen Frage einfach auch nochmal fragen, was sie jetzt nochmal erwarten würden von so einem Podcast. Ja. Ich würde vielleicht ein paar Bilder verlinken, weißt du, aufs Internet verweisen. Und ich denke mir, die Leute sind auch so internetaffin in der Zwischenzeit, dass wenn ihnen der Fisch wirklich interessiert, dass er dann halt auch entsprechend das Googlen anfängt. Ja, im Grunde genommen wäre es halt interessant, eigentlich mehr Hintergrundinformationen zu zitieren, wie wenn die eigentlich schon in den sozialen Medien mal aufgetaucht sind, wo auch vielleicht im Zoogeschäft schon mal zu sehen waren oder man zumindest weiß, dass es den gibt. Und also man hat ein typisches Bild von dem Fisch und ich kann einfach wissen, was in der Hintergrundinformation machen, wo man einfach sagen kann, da kommt der Fisch her, das ist die Situation im Augenblick. Also das soll jetzt nicht irgendwie, glaube ich, so für den Anfänger, der voller Stolz sein 80er Becken hat und der dann auf einmal mit Namen konfrontiert wird, mit denen er nie was anfängt. Dafür soll es eigentlich auch nicht gedacht sein. Nee. Sondern schon so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu fischen, die eigentlich so nicht verfügbar sind. Jetzt pass auf, jetzt sage ich was du auch zu mir gesagt hast auf der Aqua Expo. Hey. Für Profis, von Profis. Ja, so ungefähr, ja. Sollte aber trotzdem niemand ausgeschlossen sein davon. Nee. Die Idee ist natürlich schon zu inspirieren und vielleicht auch mal eine andere Art von Aquarien zu versuchen, jetzt auch für dich als Kilifisch-Mensch, dass man einfach mal hingeht und sagt, ich spiele kein normales Gesellschaftsaquarium, sondern ich mache mir mal ein Biotop-Aquarium mit Kilifisch. Vielleicht ein paar kleinen Zahlen, dass man da vielleicht auch mal den Anstoß dazu gibt, mal zu sagen, okay, ich stelle mir vielleicht ein zweites Aquarium irgendwo anders hin. Und das muss jetzt optisch nicht besonders schön sein, aber das sind tolle, tolle Fische drin, die ich auch nachfischen kann. Genau. Dann wäre das schon toll, wenn das so... Die sich tatsächlich auch schon im Aquarium vor allen Dingen selbst vermehren. Also das ist tatsächlich bei den Kilifischen, wenn du denen ein vernünftiges Biotop-Aquarium einrichtest, dann hast du auch Freude dran, weil da werden unweigerlich, also bei den nicht annuellen Arten, werden hier unweigerlich die Jungfische irgendwann mal auftauchen. Ja, das ist gut. Genau. Was ich heute gesehen habe zum Thema besondere Fische, heute habe ich eine Facebook-Erinnerung bekommen, dass ich dir genau vor einem Jahr für die Jahre gedankt habe. Und ich habe ja immer noch die Jahre bei mir schwimmen, so linke Hand ist von mir mein 120er Afrika-Becken. Die sind ja immer noch am Schwimmen. Ich würde halt nur ganz gerne ein paar mehr haben. Vor allen Dingen würde ich die auch ganz gerne mal nachzüchten versuchen. Aber ich kriege die aus dem Becken nicht mehr raus. Also das ist so zugewuchert und die sind so in dieser Seerose da drin und in diesem Pflanzenwust da drin, ich krieg die da nicht raus. Ich habe da ja drei Interiomius-Arten drin, Holsterti, Jae und Fasciolatus. Und keine von denen kriege ich irgendwie zum Züchten jetzt wieder pärchenweise aus diesem Aquarium raus. Irgendwann, wenn ich es halt mal ganz abreiße, dann klar werde ich sie rauskriegen. Aber da jetzt... Nee, mach mal das Licht aus nachts und geh mal nachts um 2 Uhr mit der Taschenlampe rein. Dann schlafen die. Da kannst du, also mach vorher Deckscheibe weg, Licht ausmachen, nachts so 2, 3 Uhr, wenn es wirklich stundenlang dunkel war, dann kannst du mit der Taschenlampe rein, und dann siehst du die gut. Also hier die notfalls ganz vorsichtig mit der Hand aus den Pflanzen raustreiben, dann schlafen die. Da kriegt man eigentlich die allermeisten Fische nach. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht so eine Fischfalle bauen soll, weißt du, so eine Colaflasche, weißt du, wo man dann den Deckel abschneidet. Und da hast du die Fasciolatum drin. Da ist nur die Faktionatur. Nur die Angola-Barben sind so gierig, dass sie den Fehler machen. Ich glaube, die Jahre wird die letzte sein. Aber ja, es ist Suspekt für Baus Jahre. Wenn die Faktionatur schon mal raus ist, dann ist schon mal ein guter Weg. Da kommt auch mal was hoch. Ich glaube nämlich so, die Angola-Barbe wird einfach verhindern, dass da drin überhaupt was hochkommt. Die wird zu groß und frisst. Ja, die ist unglaublich schöner Fisch. Ich habe den ja völlig unterschätzt. Wenn du den im Aquarienhandel siehst, ist der so grau mit ein paar schwarzen Streifen. Aber der wird ja richtig rubinrot, der Fisch. Richtig, richtig klasse, ja.
Aber er wird halt auch relativ groß. Er wird schon so 5 Zentimeter. Ja, 5 Zentimeter haben die locker. Also, aber selbst die Mädels haben hier echt eine ganz gute Rotfärbung. Die Männer noch ein bisschen mehr. Absolut. Aber selbst die Mädels haben hier echt eine gute Färbung. Und klar, in dem Aquarium kommt nichts so, da sind ja auch noch die Kongosalmen da drin. Die machen da das Ding. Die laichen ja jeden Morgen ab, gell, die Kongosalmler in dem 120p. Ja. Und unten drunter, unter dem Java-Busch, wo sie immer reinleichen, stehen schon die Vasculatus und warten schon auf die Protein, auf ihren Proteinshake in der Früh. Ja, genau. Und ja, er ist auch so eine Fisch. Der kommt so selten. Ich habe jetzt nochmal angefragt bei dir. Du hast gesagt, oh ja, er wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts werden. Woran liegt es denn, dass die so selten importiert werden? Das liegt an den Verhältnissen in Kamerun. Also die man muss einfach mal so sagen, die Zierfischexporteure, das sind keine wirklichen Exporteure, das sind einfach Fischer, die wegfahren und Fische fangen. Das heißt, das können sie gut. Was ein großes Problem ist, ist das ganze Administrative drumherum. Das heißt, Rechnungen schreiben, Exportgenehmigungen beantragen. Das ist so eine Katastrophe. Also, das ist mittlerweile halt durch unsere Tierschutzbestimmungen so essentiell geworden. Also, es ist mittlerweile wichtiger geworden, dass man Dokumente ausfüllen kann, als dafür sorgen kann, dass die Tiere in lebendem Zustand hier ankommen. So krass muss ich es einfach sagen. Also, den meisten Stress an den Flughäfen gibt es, weil irgendwo ein Häkchen nicht gesetzt wurde und nicht die Frage, ob da jetzt genug Styropor da drin war, ob die Fische warm genug sind. Das war früher ein Thema. In Frankfurt sind die Fische angekommen, die waren nicht optimal verpackt, gab es Stress, völlig berechtigterweise. Heute geht es eigentlich fast nur darum, ob die blöden Dokumente richtig ausgefüllt sind. Und das ist natürlich für Firmen, die, jetzt sagen wir für die Firma Reunemann, wo ich für arbeite, ist es natürlich ein großes Problem, wenn dann so eine Sendung den ganzen Betrieb am Flughafen auffällt, der Fahrer stundenlang dann dort steht, es hinterher Stress mit dem Veterinäramt gibt. Das ist nicht gerade der motivierendste Weg, jetzt einen Fisch zu bestellen oder Fische zu bestellen, die sowieso nur relativ langsam zu verkaufen sind. Also grundsätzlich ist einfach nur das Problem, dass man sich halt diesen Ruck geben muss und sagen muss, okay, ich nehme das mal wieder auf mich. Was heißt, wenn man hingeht und Singapur-Fische stellt, stimmt alles. Da stimmt die Verpackung, da stimmen die Dokumente, da ist alles in Ordnung, das ist easy going. Mit Afrika ist immer ein großer, großer Aufwand. Die Leute tun nicht regelmäßig Antworten, die haben keinen Computer in dem Sinne, die haben zwar ihr Handy, dann entsprechend ist die Kommunikation, das ist wirklich schwierig. Ja. Das ist dasselbe im Kongo, Guinea, Nigeria ist ein bisschen besser, aber Kamerun ist. Aber in Nigeria gibt es natürlich auch die Geschichten, dass die Nigerianer hier manchmal nicht so die treuesten Geschäftsfreunde sind und das gab es halt schon auch so viel, so Rip-Offs, oder? Aber das muss man einfach halt auch die Lebensumstände unter die leben. Na klar, da erzählst du mir natürlich. Da ernährt ein Sticher 12 bis 15 Leute da unten und das Geld fließend. Also er bekommt Geld für eine Lieferung. Und dann steht die ganze Verwandtschaft da und sagt, mein Sohn ist krank, mein Sohn muss dahin, mein entfernter Verwandter ist gestorben. Dann das Geld fließt einfach weg. Und das ist natürlich dann passieren als Situationen, wo dann auch sie wegfahren, relativ viel Geld investieren, um Fische zu holen. Dann bekommen sie die Fische nicht, falsche Jahreszeit, Fische gibt es nicht mehr dort. Oder die Fische sterben einfach auf dem Transport zurück. Ja, und dann ist die Vorauszahlung weg. Also das sind solche Probleme. Also ich unterstelle den allerwenigsten Leuten, dass sie das wirklich, sagen wir mal, Geld veruntreuen, sondern es sind halt ganz oft die Umstände, muss ich einfach sagen. Und ja, die Fische kommen natürlich auch, wenn die aus Asien kommen oder auch aus großen Züchtereien, aus Singapur oder sonst irgendwo, da kommen die in einem ganz anderen Zustand auch an. Also selbst das, wir wissen es ja selber. Die sind halt immer verfügbar. Du gehst hin und bestellst. Und sie müssen sie nicht, und sie müssen sie halt auch nicht unter freiem Himmel irgendwo abpacken, weißt du? Wo deine Styroporbox innerhalb von 5 Minuten auf 35 Grad geht, dann macht er sie zu, dann sind die 35 Grad da erstmal eingesperrt. Du weißt es selber, ab 30 Grad wird's in Afrika auch für die Fische echt eng mit dem Sauerstoff. Das wird's richtig knapp. Und dann packt er die unter freiem Himmel auf. Wir sind beim Notobranchius abpacken an den Fundstellen. Also immer erstes ist Schatten. Also zuerst mal sich eine Abpackstelle suchen, wo man echt im Schatten ist, weil 2-3 Minuten auf so einem Fanggefäß mit praller Sonne und die Fische sind hier. Die sind tot. Ja. Und das stelle ich mir halt auch bei denen. Wasser holen.
Ja, dass man erst Wasser ab, vorher abfüllt, bevor man reingeht in das Biotop, weil danach hat man meistens kein klares Wasser mehr, um es zwischen zu verpacken. Ja, ja, genau. Also ich schleppe ja immer, zwei 20-Kiliter Kanister mit Brunnenwasser. Also das besuche ich immer bei irgendeinem Tiefbrunnen, wo die das also per Hand, also aus der Erde pumpen. Aus der Gegend natürlich am besten das Wasser. Und dann hast du da frisches Wasser. Und im Notfall haben wir es auch schon in klassisches abgepacktes Flaschenwasser, die Fische abgepackt. Also bevor du die in das Wasser aus dem Biotop einpackst, packst sie lieber in gekauftes Flaschenwasser der Firma Coca-Cola oder sonst irgendwie. Ja, also, weil das Wasser, das in den Biotopen ist, vor allen Dingen, wenn du da mal drin warst, das ist eigentlich nicht mehr zu verwenden. Das ist, glaube ich, in Gabun und Kamerun in den Bächen und so ein bisschen anders. Aber diese Notobiotope, das ist ja, das ist ja ein Schlammloch. Ja, genau. Da. Ja, nochmal ganz kurz zu den Jai. Das ist so ein hübsches Fisch. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Fundort-Varianten von dem Fisch. Manchmal sieht man im Internet so ganz knallrote, also wo es wirklich so der halbe Körper so richtig knallrot ist. So sind meine nicht. Also muss ich offen sagen, die sind schon ein bisschen blasser, die ich da habe. Aber das ist so ein hübsches Fischerl und er verdient eigentlich, würde echt viel mehr Aufmerksamkeit verdienen. Bleibt klein, ist auch nicht so schreckhaft, ist jetzt auch nicht so scheu der Fisch, zeigt sich gut, aber wie gesagt, das ist halt von der Nachzucht her sehr unergiebig. Ich habe ja schon Holsterti nachgezogen. Weißt du, hast du halt dann mal in so einem Wochenansatz hast du halt dann mal so 10, 15 Jungtiere, die du dann da großziehen darfst, nicht so wie bei Kongos oder sonst wo du halt 300-500 Stück hast, weißt. Ja, ja. Wir haben ja den Fundorten, dass du halt so eine, man hat die eigentlich nicht blass, also die Tiere, die du wahrscheinlich hast, sind die von St. Melima, aus dem Tscha-Einzug. Da werden die Menschen halt, wenn sie gut stehen und mit der richtigen Belohnung, werden die halt vorne blau und hinten rot. Es gibt in Nyon zum Beispiel gibt relativ blasse Tiere, aber ich glaube, die werden eigentlich nicht exportiert. Und diese roten Tiere, diese ganz knallroten, da hat der Eduard Kürzel hat die mal gehabt von Sonbo. Da ist die Typuslokalität von Afrosemion Amönum. Die sind vollrot, die haben keine Zeichnung im Körper innen drin und sind komplett rot. Da war ich jetzt im Februar dort gewesen mit der Wackgruppe, mit dem Michael Kreimann. Wir haben 8 Biotope gesucht und außer Chromidiotilapia Batti sind nicht einen einzigen. Keinen Amönum, keine Epiplatis, gar nicht. 8 Biotope, kein einziger Fisch da. Ach. Also das war, ich konnte es nicht verstehen, aber es passiert immer wieder. Der Peter Fenstermann, die waren davor da, sagte er, alles voll mit Fischen. Ein halbes Jahr später, kein einziger Fisch mehr da. Also ganz, ganz seltsam. Ja, das kenne ich aber auch von so. Aber wie gesagt, da gibt es wirklich Fundortvarianten und das, was exportiert wird, weil die Fänger in St. Melima im Süden von Kamerun unten wohnen, im Tschad-Gebiet. Deswegen sind das die Tiere, die in allermeisten Fällen zu uns kommen, weil die 3 oder 4 Exporteure, die es in Kamerun gibt, alle auf dieselbe Quelle zurückgreifen, weil dort halt so eine Fischer-Community ist und die auch wissen, wo sie Mengen bekommen. Deswegen haben wir eigentlich immer dieselben Fundorte. Die ersten Lieferungen aus Kamerun sind nämlich schon da, gell? Ich habe schon gesehen auf der Reunemann-Seite Spez Fantastique und die ganzen schönen Kongos. Das ist Kongo. Das Kongos ist Kamerun. Das okay. Das ist Republik Kongo. Okay. Das ist Kongo. Also da sind nämlich schon die ersten Lieferungen jetzt angekommen. Sind denn da manchmal so interessante Kilifisch-Beifische dabei oder sortieren die relativ sortenrein? Ja. Nein. Also ich hatte jetzt gerade beim letzten Mal, ich war vor 2 Jahren an der Alima gewesen, der Republik Kongo, und habe dort einen neuen Kongo-Panschak wohl gefangen. Also ein gelber ist wohl so Mayasi, hat aber diese ausgezogene Rückenflosse wie Bishadi, ist aber gelb. Und ein Freund von mir, der mit dem ich ja weg war, Fische fangen, der ist an diese Stadt nach Oyo gezogen dort. Und der hat auf einmal jetzt ganz klassische Brichadi, Kongo-Panschak-Brichadi gefangen, also blau mit roten Flossen. Und dazwischen waren auch Afioplatis. Und da habe ich mir mit viel, viel Mühe so 5, 6, so, weiß ich, ein halber Zentimeter große Afioplatis rausgeangelt. Das ist dabei. Ansonsten eigentlich eher nicht, weil die Afrosemien ganz andere Biotope besiedeln. Und Epiplatis eigentlich auch. Also die Sendungen sind schon relativ sortenrein. Einfach aus
aufgrund der Habitatwahl von den Fischen. Also Leuchtaugenfische leben halt im Freiwasser und dann meistens keine Epiplatys und gar keine Aquifeme. Ja, ja, also außer es ist im Moment gerade Trockenzeit dort, gell? Nein, es fängt an, es ist noch zu viel Wasser da, also im Gabun, Kongo, also ich sag mal nördlich des Äquators, fällt jetzt deutlich weniger Regen. Also die Trockenzeit, diese kleine Trockenzeit, die ist so Ende Januar, Anfang Februar. Mhm. Also die gute Zeit kommt jetzt. Das habe ich jetzt auch bei den Lieferungen bei Rheinemann gesehen. Es kommen jetzt deutlich mehr Fische und auch wieder interessantere Fische als vorher. Mhm. Schön. Die ganze Zeit. Es wird jetzt losgehen, Januar, Februar. Also Rheinemann hat jetzt gestern die Guinea-Sendung eine sehr gute bekommen, auch Epiplatys mit Sot-Epiplatys, mit Latigesia rolofi, mit ganz, ganz tollen Humilis und Rupolabiatis, also größere Zwergbundbarsche. Es kommt auch jetzt wieder Kongo nächste Woche, aber da kommen wieder nur Fantastik und auch Antiakus und solche Sachen. Also wie gesagt, die kleinen Fische, so Aphiosemion-mäßig geht es sowieso nur im Sommer, aber die anderen Leuchtaugen, die kommen eigentlich jetzt auch wieder. Was da ist noch, ist aus dem Mayombe, zwei, drei Blatterblochilus-Arten, sehr seltene, die hatte ich damals 2018 auch schon mal gefangen. Da kommen sehr wenige Tiere nur, um dieses sehr weit von dort zu bringen, deswegen sind sie relativ teuer. Aber da ist im Augenblick eigentlich eine ganz gute Auswahl aufgefangen. Mhm. Ich hatte mich am Montag, habe ich mit dem Benny vom Aquapurist, das sagt dir vielleicht auch was, das ist so ein Garnelen-Shop, hat auch einen YouTube-Kanal, Aquapurist, der ist halt viel in diesem Paras Romanus-Game drin. Ja, ja, und dem habe ich halt auch erzählt, dass eben bei Reunemanns gerade eben 4-5 Arten Paras Romanus Ding, und da hat er mich darauf aufmerksam gesagt, Holger, die kannst du dir schon holen, aber da musst du dir vorher ganz, ganz sicher sein, dass die Sorten rein importiert wurden. Weil die Weibchen von den Paras Romanus kannst du untereinander alle überhaupt nicht unterscheiden. Und wenn der Fänger jetzt nach drei Biotopen da drei verschiedene Arten gefangen hat und die alle in einen Kübel geworfen hat, dann hilft dir das alles nichts, dass der da drei verschiedene Arten hat. Die Männchen kannst du schon schön auseinander sortieren. Aber die kreuzen sich auch alle, sagt er, die kannst du auch alle miteinander lustig verpaaren und verkreuzen, aber du hast halt nichts, mit dem du auf Dauer züchten kannst. Wie sieht das aus? Habt ihr da sortenreine Garantie oder ist das... Kann ich auch nicht garantieren. Ja, genau. Kann ich nicht garantieren, natürlich. Also, aber ich weiß, dass zumindest mal die Leute in Borneo eigentlich ein sehr hohes Bewusstsein dafür haben. Und die schicken halt auch ganz viel nach Japan, Taiwan. Es würde relativ schnell dort zum Erliegen kommen, die Geschäfte, wenn da keine sortenreinen Tiere geschickt werden würden. Mhm. Kann es trotzdem. Kein Mensch kann das garantieren. Es gibt natürlich auch Paras Romanus Linki, die jetzt da waren bei Rheinemann, da kann man die Weibchen ja auch ganz gut unterscheiden. Aber alle anderen Arten ist wirklich ein Problem. Also das, muss ich ganz halt anders nicht sagen. Aber man muss halt auch umgekehrt sagen, dass halt für ganz viele Leute, für den Normal-Aquarianer, der sich so ein kleines Artenbecken hinstellt, spielt es keine Rolle. Nicht gerade in der kommt einfach nicht dran an die Tiere, ne? Ja, ja, das spielt keine Rolle für den. Du musst einmal im Jahr warten, bis die große Versammlung ist. Aber für dich sind die Tiere einfach nicht zugänglich. Ne? Ja, und vor allen Dingen, die Nachzucht ist nicht so easy. Das ist also bei Linky und sowas, das geht alles noch, das ist alles noch. Aber dann schaust du dir so mal Harvey an oder solche Geschichten. Ja. Da musst du dann echt, also wenn ich dann pH-Wert 3,5 höre, das ist Essig. Also das ist der pH-Wert von Essig. Und da denke ich mir, das musst du auch erstmal selbst mit Osmosewasser und selbst mit Torf, so einen pH-Wert von 3,5, den musst erstmal herstellen und vor allen Dingen auch dauerhaft stabil in deinem winzigen 12-Liter-Becken, wo du die nachziehst, mal halten können. Das ist alles nicht so easy. Und da denke ich mir, für solche Leute, die an den Fischen Interesse haben, weil sie haben natürlich jetzt ein verstärktes Interesse bekommen, dadurch, dass der Martins Fische plötzlich Paras Romanus Arten gehalten hat. Das merkst du ganz deutlich. Das beste Beispiel, glaube ich, für einen Fisch, der eine dermaßen Renaissance erlebt hat, dadurch, dass die Aquadictid-Jungs den im Adventskalender mal vorgestellt haben, ist die Bitterlingsbarbe.
ein in den 80er, 90er, 2000er Jahren völlig vergessener Fisch aus den 60er, 70er Jahren, der dort einer der Parade-Aquarienfische war, völlig untergegangen. Ja. Dann haben sie so ein Fischporträt gemacht und schwupps, siehst du überall Bitterlingsbarben rumschwimmen. Ja, ja, ja. Und das ist schon interessant, was da die sozialen Medien und die einzelnen Petfluencer hier für eine Auswirkung haben können auf bestimmte Fischarten, ja, oder bestimmte Gattungen sogar. Ja, ja. Und was habe ich sonst noch auf meiner Liste hier? Wir unterhalten uns mal ganz kurz über Heiko Bleher on Tour und über diesen Kommentar vom Heiko Bleher beim Florian Lahmann auf seinen Manaus-Artikel. Das haben vielleicht ein paar Leute mitbekommen, vielleicht ein paar Leute haben es nicht mitbekommen. Ich schilder es kurz. Der Florian war in Brasilien, hatte einen immer wieder mal auf Facebook, auf seiner Facebook-Seite seine Eindrücke geschildert, seine Wahrnehmung geschildert und einfach so einen Online-Reisebericht abgegeben. Ich fand es sehr schön, weil es auch schön bebildert war und mir ist ja diese Gegend völlig fremd. Ich schaue mir sowas immer gern an. Und dann meinte Heiko Bleher drunter zu schreiben, es wäre alles falsch und wenn man wahre Informationen über Manaus und Brasilien haben wollte, dann sollte man doch seine Bücher lesen und dann sollte man doch ihn befragen. Aber er wird ja nicht für die Korrektur dieses Artikels bezahlt, insofern sagt er jetzt auch nichts. Und da dachte ich mir auch, Heiko, bei aller Liebe, wie gesagt, ich weiß ihn wirklich zu schätzen. Das, was der Mann für die Aquaristik getan hat, hat wahrscheinlich tatsächlich niemand anderes in dieser Form gemacht in den letzten 50 Jahren. Aber da dachte ich mir auch, also irgendwann ist dann auch mal genug. Also das ist mir dermaßen negativ aufgestoßen. Ich weiß, du hast auch eine Bemerkung unter diesen Beitrag gestellt. Ich finde es schade. Ja, ist es eigentlich auch, weil es ist wirklich großartig, was er gemacht hat. Aber im Augenblick habe ich halt auch das Gefühl, dass er das nicht mehr unter Kontrolle hat. Und im Grunde genommen, er ist sein Bild, das man von ihm hatte, eigentlich ein bisschen auch zerstört am laufenden Band. Also weil man halt wirklich es dann anfängt, auf sein Alter abzuschieben. Und das tut mir wirklich sehr leid, weil es halt schwierig für ihn jetzt. Ja. Ich denke, er ist auch relativ isoliert in der Welt. Und es gibt halt nur, wenn man sich anguckt, welche Leute da ihn liken und so, das sind halt wirklich nicht die Aquarianer aus USA oder Europa, sondern es hat wirklich Leute aus Fernosten und Russland und also wo die Aquaristik, sage ich jetzt mal ganz gemein, nicht auf diesem Niveau vom Wissensstand her ist und die dann sich halt auch durch tolle Bilder von Reisen noch schwer zu beeindrucken sind. Und das ist halt wirklich schwierig. Und man muss wirklich gerecht sein in diesem Heiko-Bashing, wie es ja mittlerweile wirklich genannt wird. Er hat wirklich extrem viel geleistet. Ja. Ich muss sagen, in dem Alter, wo er heute ist, ich weiß selbst, wo ich jetzt mit knapp über 60 merke, dass es nicht mehr so einfach ist, einfach mal in Kongo zu fahren und dann da 14 Tage... Ich bin 55, ich könnte es nicht. Er macht das, er versucht. Ich könnte es nicht? Ja. Ich könnte es nicht? Aber Heiko macht versucht es halt 3-4 Mal im Jahr noch zu machen und das muss ich wirklich sagen, ist halt sehr bewundernswert, aber er verliert halt wirklich die Kontrolle über das, was er da schreibt und sagt und ja, da, ich habe letztes Mal so ein YouTube-Video angeschaut, wo er mit so Amerikanern wo er da anfängt über in Kolumbien, glaube ich, war er, gell? Und ja, Kolumbien war er, ja. Genau. Wo er dann anfängt, dass Pablo Escobar bei ihm vor der Haustür stand in Italien und mit ihm Fischdeals machen wollte. Also da dachte ich mir auch, du sitzt mitten in Kolumbien im Urwald und erzählst den Amis hier so eine Räuberpistole, die glauben das am besten Fall auch noch
Und ich denke mir nur, er hat gesagt, hey, Pablo Escobar ist bei dir in Italien vor der Tür gestanden und wollte mit dir Fischdeals machen. Ja. Schon klar. Mit Sicherheit. Schon klar. Ja, das sind halt wirklich diese Geschichten, wo er das nicht mehr unter Kontrolle hat. Ne? Habe ich auch das Gefühl, da ist irgendwie schwierig. Jetzt unterhalten wir uns mal über ein paar Neuimporte. Was du warst gestern, vorgestern, glaube ich, bei deinem Arbeitgeber bei Reunemans in Holland. Gibt's irgendwas, hast du was Spannendes entdeckt, was du uns berichten willst? Also was immer noch toll ist, was mich jetzt wieder überrascht hat, also erstmal wird im Augenblick, es kommt aus Südamerika, ist ein bisschen schwierig im Augenblick aufgrund der Regenzeit, also für Peru regnet es stark. Und da hat es ja jetzt angefangen, diese ganzen neuen tollen Nanoptimus zu geben. Also ich bin am Maya, ich bin in Nepa. Mittlerweile gibt es ja noch ein oder zwei weitere Fundorte von so neuen Nanoptimus-Arten dort, die alle so aus dem Mortentaleri-Umfeld Robocatatus kommen. Da habe ich also gestern völlig unerwartet wirklich total tolle Tiere, richtig dicke, fette, agile Tiere gesehen. Ich hatte eigentlich eher erwartet, dass es gar keine mehr von denen gibt, bedingt durch den Regen oder die Qualität schlechter wird. Aber das, was ich gestern gesehen habe, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch wieder so knallrot? Ja, mit ganz viel Weiß. Auch wieder knallrot? Ja. Knallrot und vor allem auch Weibchen bei den Amayas dabei. Die Cinepa waren auch sehr, sehr große, stabile Tiere da. Ganz toll, es gab tolle Nanoptopoma, so ganz schlanke, was auf Spuranensis verkauft wurde. Robocops gab es, also es war tolle Abstogramma-Arten waren da. Also es war genau gegen den Trend, was im Augenblick ist, dass Peru eigentlich die Saison vorbei ist, gab es da tolle Fische. Es gab gestern mal nach langer Zeit wieder eine Guinea-Sendung aus Westafrika mit ganz großen Epiplatys fasciolatum, mit Zoll-Epiplatys annulatus, kleinen Wildfängen, mit Latigesia roloffi, tollen Hummelis, großen Pelziger Gromis. Hummelis habe ich auch in der Form schon lange nicht mehr gesehen. Fast ausgewachsene große Hummelis. Und Latigesia roloffi ist natürlich auch was, das sieht man nicht jeden Tag, gell? Ganz genau. Diese Jellybean-Tetras. Und das ist auch sehr witzig, weil Ladiges und Roloff beide in einem einen Namen vereint. Gell? Also das kennen auch noch Leute, die 50 plus sind. Die können sich vielleicht noch an Ladiges und an Roloff erinnern. Roloff. Hattest du mit Roloff noch direkt Kontakt in deinem Leben? Nein, gar nicht. Auch nicht mehr. Ich habe ihn nur immer, bin damit aufgewachsen irgendwie, gesagt, meine Güte. Der Mann war da unten in Sierra Leone, hat die Fische selbst gefangen und hat die alle nachgezüchtet. Das fand ich absolut klasse. Ja. Aber was ich mich halte, der war ja 58, war der ja in Mosambik, in Beira und hat dort Notobranchius rachuvi erstmalig Krieg wieder gefangen. Und es gibt einen herrlich politisch inkorrekten Artikel in der DAZ über diese Reise, die ist 59 erschienen. Wo er sich halt königlich drüber aufregt, dass er in Beira kein vernünftiges Hotelzimmer kriegt, weil die ganzen Simbabwe, die ganzen Rhodesier da in der Sommerfrische gerade in Beira sind. Beira, muss man sich vorstellen, in Mosambik, ist so eine Küstenstadt am Indischen Ozean. Das war in den 50er und 60er Jahren the place to be. Alle Südafrikaner, alle reichen Südafrikaner, alle reichen Rhodesier, vor allen Dingen Weiße natürlich, sind dort in die Sommerfrische gefahren. Da gab's riesige Hotelbauten, die sieht man heute noch, die Ruinen da in Beira rumstehen. Und er war dort 58. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen DAZ-Artikel zu lesen. Herrlich politisch inkorrekt, wo er sich über die Kaffer aufregt, die seine Koffer nicht vernünftig tragen und so. Also wirklich unter heutigen Gesichtspunkten äußerst fragwürdige Wortwahl. Aber es ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, 58. Und da dachte ich mir, der Roloff ist 58, da unter schwierigsten Bedingungen unter 10-mal umsteigen und hat dann aber auch so ein komplettes Frachtflugzeug gemietet, um dort seine Fische in Bleikannen noch zurückzuschaffen nach Deutschland. Da dachte ich mir, wo hat denn der 58 bitte so viel Kohle her gehabt? Weißt du, was der gemacht hat, was der war? Nee, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht ausgefunden.
Das wäre tatsächlich mal interessant rauszufinden, was da ihn getrieben hat, vor allem, wo er die Kohle her hatte, weil das muss man sich vorstellen, da hättest du wahrscheinlich für diese Reise, hättest du eine kleine Wohnung kaufen können. Also vom Wert her, was das gekostet hat, ihn. Und wie gesagt, Ladegesia Roloffi, das finde ich schön, weil der Dr. Försch hat mir auch immer noch vom Professor Dr. Ladiges, glaube ich, erzählt. Der hat da nicht auch mal einen Fisch beschrieben nach dem Försch, der Ladiges? War da nicht irgendwas? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Genau. Und diese Nanospermus, diese aus dem Mortentaleri-Umfeld, diese ganz roten, sind die denn gut nachzuziehen? Ja. Weißt du das? Kann man das nachziehen? Das wissen wir nicht. Also, das, keine Ahnung. Also, das, ich glaube, dass die alle extrem schwer sind. Also Mortentaleri wird ja nur in ganz geringen Stückzahlen so auf Liebhaber-Ebene nachgezogen, also professionell gar nicht. Hypocaudatus wird wohl auch nur ganz wenig. Also ich kann es ja wirklich nicht sagen. Also das ist natürlich angesichts der Preise, wie für die Tiere aktuell noch aufgerufen werden, wird halt die wenigsten Leute wirklich, also die Masse wird davon nicht nachzüchten können. Einfach aus Mangel an Tieren. Es war ja auch immer das Problem, dass am Anfang nur Menschen kamen. Mhm. Oder wir nicht wussten, ob es überhaupt die Originalweibchen sind. Also ich habe jetzt gestern das erste Mal ein Becken bewusst gesehen, wo ausreichend Weibchen dabei waren bei den Amayas. Bei den Zeneba war es so gewesen, da waren vor 4 Wochen so 30 Weibchen nur da. Jetzt sind halt auch entsprechende Menschen dazu da. Okay. Aber da weiß ich halt auch gar nichts inzwischen. Was kostet sowas im VK, bei der Zoobox zum Beispiel? Was wird da im Moment ein Stück Zoobox kosten? Ich glaube, so etwas um die 50 oder 60 Euro das Stück. Ja, aber das ist schon brutal. Weil aber so um 50 rum müssen die kosten. Also ich weiß, die ersten, die es in Wien damals gab, die lagen um die 100, 120 Euro. Ja. Also vor allem die allerersten, die da in China und in Japan aufgetaucht sind, die müssen in Gold aufgewogen worden sein. Absolut. Wobei, weil ich von Chiangs Fische das erste Mal da ein Foto gesehen hatte von denen, da dachte ich mir auch, Alter, das ist doch nicht wahr, das ist doch gephotoshoppt, das ist doch alles nicht normal. Nee. Also die ersten Tiere hatte damals der Fänger, der die gefunden hat, den Pokal bei der Albertino, der hatte ja ein Video davon mitgestellt. Ich konnte es auch nicht glauben, aber das war halt so ein Schrammelvideo, wo er da gemacht hat, und da hat man es ganz klar drauf gesehen. Also, der hat gar nicht die Möglichkeiten, das irgendwie zu manipulieren. Ja. Handy oder so. Fische waren wirklich so. Also, ich hatte mehr so meine Zweifel, in welchem Zustand die in den Kitos ankamen, aber das ging da wirklich gut, weil es halt teuer waren, sich die Leute drum gekümmert haben. Ja. Da hat es wirklich gut funktioniert. Ne? Dann, wenn man sich da so eine kleine Zuchtgruppe. Das ist halt der Boom dort mit den ganzen anderen, weil halt die jetzt alle sehen, dass man viel Geld mit verdienen kann. Jetzt wird halt in jedem Bach nachgeguckt, ob es da nicht noch einen anderen Hit für so Prüfung gibt. Und da wird also, denke ich, sehr viel kommen noch in nächster Zeit. Ja, aber ich denke mal auch, wenn man sich so eine kleine Zuchtgruppe zulegt von diesen Fischen, da kannst du fast schon einen Flug nach Peru leisten. Ja, kannst du, aber du hast ja da, du brauchst einen Hinweg, ne? Ja, ich habe ja einen guten Kumpel, der verbringt ja immer die Hälfte des Jahres in Peru und die Sommersaison ist er immer in Deutschland. Da habe ich auch ein Interview von Blumen und Bienen, der Günther Gerlach, ich weiß nicht, den wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ja. Der Prachtbienenforscher, wo ich mir immer gedacht habe, als ich das Interview mit dem Günther geführt habe, dachte ich mir, du hältst dich ja selber schon für so ein Nerd, weißt, für so ein abgespaceden Fisch-Nerd. Aber sich mal mit Orchideen und Prachtbienen sein Leben lang zu beschäftigen, da sind halt die wahren Nerd-Fähigkeiten gefragt. Allerdings. dann hast du gesagt, aus Guinea kamen ein paar auch interessante Arten, auch kleine Sachen. Also hast du jetzt gesagt, zum Beispiel Wildfänge von Pseudepiplates. Der Fisch hat ja auch in den letzten Jahren seitdem die Indonesier den in Massen nachzüchten und in den Großhandel schmeißen, hat der Fisch natürlich auch eine sehr hohe Beliebtheit erfahren, weil es halt echt ein netter kleiner Fisch ist. Kann man nur den Leuten sagen, ich habe den ja selber hier auch als Nachzuchten von Peter Uhlmann, und deckt eure Aquarien ab. Also, und zwar deckt sie es
Richtig ab. Also nicht nur so ein bisschen, also es ist kein geeigneter Aquascaping-Fisch. Mit so einem Pool-Aquarium brauchst du nicht anfangen, da hast du am Anfang 10 Stück und nach einer Woche hast du noch einen vielleicht. Also die springen wie verrückt. Ja, genau. Und was ist dir noch aufgefallen? Was ist gerade in guter Qualität da? Was kann man gerade im Moment gut kaufen? Die haben jetzt gestern eine Indien-Sendung bekommen. Oh, auch interessant. Da war eine ganz neue Blattschmerle dabei. Eine Ballitora, was weiß ich, ich selbst nachgucken. Ballitora Laticauda, die ist wohl auch vor einem Jahr, zwei Jahren erst beschrieben worden ist. Also so eine schlanke Schmerle, die so eine Homaloptera hat aus dem Western Ghats, aus dem Krishna River. Die habe ich also auch noch nie gesehen, hat ganz extrem verbreitete Brustflossen, weil die da in der Strömung steht. Also das war neu gewesen, sind schöne Badischarten gekommen, Asamensis, Chanabaka ist gekommen, ein paar Tiere. Ja, und natürlich die Zwergkugelfische, die du ja nachgezogen hast, die du mir verraten hast. Da kann ich nämlich gleich noch, also ich wäre noch ein extra Beitrag, mit einem extra Podcast nur über diese Zwergkugelfischchen, weil ich mag die ja. Am Anfang dachte ich mir, so Kugelfische und dieser ganze Kugelfisch-Hype, das geht mir alles voll am Arsch vorbei. Vor allen Dingen, wenn es halt dann um die großen, größeren geht, weißt, da gab es ja mal vor 2 Jahren, gab es da ja mal so einen riesen Hype um diese Kugelfische und jeder wollte Kugelfische haben. Und da dachte ich mir, die Becken für so einen Kugelfisch, den musst du auch erstmal bereitstellen. Und so die freundlichsten Gesellen untereinander sind die auch nicht. Das merkst du auch schon bei diesen Zwergerbsenkugelfischchen. Die sind ein bisschen zänkisch. Die tun immer so, als wenn sie so Gruppentiere wären, aber in Wirklichkeit sind es lauter so kleine alte Egoisten. Also die zicken sich den halben Tag da eigentlich nur an. Und das habe ich die mal zur Zucht. Das liegt auch an der Menge vielleicht. Ja. Also es gibt jetzt so ein tolles Unterwasservideo von dem Inder, wo die praktisch nur so zwischen Stein und Sand in. Tausende von sein, die da durch die Gegend schwimmen. Das heißt, die Gruppen, in denen wir die halten, sind wahrscheinlich immer noch zu klein. Ja. Also ich denke, wenn du die wahrscheinlich so 10, 15 oder 30 Stück zusammenhältst, passiert da gar nichts. Dann wird es so untereinander geplänkelt. Aber ich glaube, je kleiner die Gruppen sind, umso asozialer werden. Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem dabei. Also ich hatte jetzt natürlich Glück irgendwie. Also ich habe ja mein 45er Becken, wo ich die drin hatte. Das habe ich irgendwie aufgelöst und habe es halt neu gestaltet und habe da jetzt so ein Holland-Style draus gemacht. Und dachte mir jetzt siehst du, da waren noch 5 Stück in dem Becken drin. Jetzt tust du die mal in die Zuchtanlage und haust mal das Wasser schön weich und schaust mal, was passiert. Dann haben die sich in dem kleinen 12-Liter-Becken dann natürlich echt gut angezickt, gegenseitig. Da habe ich gesagt, alles klar, Leute, jetzt mach ich es einfach so und habe das komplette Becken im Prinzip mit Torfasern vollgefüllt. Also, dass du halt zwischen den Torfasern eigentlich sich gegenseitig überhaupt nicht mehr siehst und dass da immer noch genügend Schwimmraum natürlich ist, aber so viel schwimmen die jetzt auch nicht. Und habe das eigentlich jetzt auch die letzten Wochen nicht so wirklich beobachtet. Habe immer kräftig gefüttert, immer schön weiße Mückenlarven rein und immer schön Artemia dazu, weil die schnappen die kleinen Artemia natürlich auch immer schön weg. Du, dann schaue ich jetzt vorgestern in das Becken rein und dann zischt da am Boden sowas entlang. Da rein. Hä? Und das ist so super witzig, weil diese kleinen Kugelfische, die sind vielleicht jetzt 2 Millimeter groß oder 3 Millimeter, fressen jetzt schon Artemia, sehen aber schon original aus wie die Großen. Also die sind einfach winzigst, aber sind jetzt wie die Großen. Ja. Und da habe ich mal angefangen, durch diese Torfasern durchzustöbern und da mal mit dem Netz und habe jetzt mal 20 Stück rausgefangen und bei 20 habe ich aufgehört. Und da sind bestimmt immer noch 20 Stück drin. Und da dachte ich mir, so schwierig ist es jetzt auch nicht. Vor allen Dingen habe ich sie nicht mit irgendwelchen Pflanzen und Schalen und wo man dann die Eier raustut und nochmal auf die Eier aufpassen muss, sondern einfach mit auf Torfaser im Prinzip wie so ein Aphysemion. Weißt, wie so ein Aphysemion gezüchtet. Und das funktioniert anscheinend ganz gut. Da mache ich jetzt echt mal nochmal eine extra Podcast-Folge, weil ich so stolz auf meine kleinen Kugelfischchen bin.
Und die sind halt einfach voll lustig. Die sind einfach voll lustig. Und jetzt haben sie schon eine Größe, wo sie jetzt auch so winzige Blasenschnecken fressen. Und das tue ich aus den anderen Aquarien immer schön. Die Blasenschnecken, die winzigen, die Jungen abschöpfen, fressen Artemia, nagen an den Blasenschnecken rum. Da, die sind, glaube ich, durch. Da wird es nicht mehr viel passieren. Ja. Und da, ja, und dann richte ich mir da so ein 60er Becken nur mit diesen Kugelfischchen ein. Da mache ich dann schon ein richtiges, schönes Artbecken für die. Und dann sollen die da alle groß werden und sollen da lustig umeinander dümpeln. So, jetzt darfst du gleich noch was erzählen, weil ich muss nämlich jetzt ganz kurz mir neue Zigaretten holen. So sieht's nämlich aus. Jetzt darfst du reden, Roland. Jetzt bin ich weg. Vor allem kannst du jetzt den Leuten alles erzählen, was du wirklich über mich denkst. Alles erzählen über den Holger, ne? Wird ja nichts geschnitten in dem Podcast, weißt du ja. Achso, nee, echt, okay. Ja, schreibt uns doch einfach mal, wie findet ihr so eine Aquarienplauderei, so über aktuelle Sachen? Wollt ihr mehr davon sehen? Oder langweilt ihr euch das, weil ihr halt keine Fischbilder dazu letztendlich seht? Oder ist das alles viel zu nerdig, was die zwei alten Herren da in München und bei Köln produzieren? Also ein Feedback wäre wirklich toll für uns, dass wir uns da nicht völlig verrennen in irgendetwas. So, gut, was verrennen irgendwas? Haben alle abgeschaltet, du weißt jetzt nicht warum, ne? Die haben alle abgeschaltet. Achso, also, du, und den Podcast vom Hengstler, den tut sie auf keinen Fall abonnieren. Ja, vielleicht müssen wir auch noch sagen, der Roland hat ganz klipp und klar gesagt, hat gesagt, wir machen das jetzt mal, aber wenn es die Leute nicht interessiert und sich meine Subscriber-Zahlen und meine Zuhörerzahlen nicht innerhalb kürzester Zeit verdoppeln, dann hören wir wieder auf damit. Dann machen wir das nicht mehr weiter. Also Leute, like and subscribe. Ja. Vielleicht muss ich zwischendrin. Weißt du, was ich jetzt auch noch machen muss? Jetzt pass mal auf. Werbung. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Tropica Aquarium Plants. Tropica. Your choice. Ja. Ich bin nämlich ganz offiziell von Tropica jetzt für immer und ewig gesponsert, weil ich mache gerade die Übersetzung für den ihre App. Die haben doch so eine neue App rausgebracht, so die neue Tropica App. Und da ist die deutsche Übersetzung manchmal ein bisschen hölzern, würde ich jetzt mal freundlich ausdrücken. Und da gehe ich gerade über die komplette App drüber und mache da mal so ein bisschen Übersetzung und tue das auf Deutsch, dass es halt so ein bisschen geschmeidiger wenigstens ist. Und da bin ich ganz happy jetzt mit dem Sponsorship. Du weißt ja, wenn du so ein Aquascape einrichtest, wenn du da die Pflanzen selber kaufen musst dafür, vor allen Dingen, wenn du da sagst, du haust jetzt mal 120, 150 In-Vitro-Töpfchen da in so ein 120p, da weißt du ja, was das ungefähr kostet, wenn du es im Fachhandel kaufst. Ja. Da bist dann schon Arm und ein Bein los. Gut, du bist im Moment viel unterwegs, gell? Du bist gerade auf Jahresendtour bei den Reunemanns-Kunden. So Weihnachten, mal schauen, wie ist das Jahr gelaufen, was können wir nächstes Jahr machen. Ja. Kommst du in die Münchner Gegend die nächste Zeit? Na, ich war ja vor 4 Wochen noch. Ja, weiß ich, genau. Hast mich nicht besucht? Ja, jetzt hast du eben auch. Hast mich nicht besucht? Was sagst du? Hast du mich nicht besucht? Ja, aber es war wirklich so ein Kurzbesuch, wo ich dann direkt von dort aus weiter am Bodensee runtergefahren bin und nach Freiburg rüber. Also das sind halt beide Strecken, die ich da fahre und da sind meistens unterwegs nur so ein paar Stopps, damit ich das bewältige. Also ich war an dem Tag, hatte ich die Tour gefahren über Heilbronn, Stuttgart runter nach München und dann am nächsten Tag weiter am Bodensee runter. Rauf in Schwarzwald, Tillingen, Schwenningen zu Gregor und dann rüber zu nach Freiburg zu Burkhardt und dann auf dem Rückweg dann noch über Frankfurt zurück. Also ich radde da meine 1200, 1400 Kilometer in 4 Tagen. Burkhardt ist der Unterwasser-Freiburg-Mensch, oder? Nein, der zur Burkhardt ist zur Burkhardt. Ah, okay. Das ist eigentlich das größte Fachgeschäft in Freiburg. Ah, okay.
Festival. Kennst du da? Musst du mal hinfahren. Voll, voll, voll. Ja? Wenn du mal Zeit hast, fahr mal dorthin. Also wirklich ein großer Laden, so ein Oldschool-Aquarienladen, aber ganz, ganz toll. Also, und Inhaber geführt, so wie es aussieht. Das mag ich ja immer gerne, wenn die noch Inhaber geführt sind, die Läden. Das mag ich halt immer ja. schon echt sehr, sehr ganz gern. Ganz genau. Also macht der Herr Burkhardt mit, er selbst steht noch mit seinem 68 im Laden und seine Tochter, die macht das und hat die Mitarbeiter dazu. Also ist wirklich noch von der Beratung her, vom Verständnis her, wirklich noch oldschool im positiven Sinne. Muss ja. man ganz klar sagen. Ja, weil das ist natürlich schon was, das muss ich natürlich, das wird dir auch auffallen, aber also gerade in der Münchner Gegend, wir hatten es ja schon mal thematisiert, der Niedergang der inhabergeführten Aquaristikläden oder der inhabergeführten Zooläden, das ist in den letzten 20 Jahren also wirklich dramatisch geworden. Das ist, wir haben in München faktisch nur noch 2-3 so inhabergeführte Läden und der Rest sind diese ganzen Fressnäpfe und Zoo und Kos und sonstige dieser Welt und da ist halt die Fachberatung einfach schlecht. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe noch keinen getroffen, in München zumindest, wo die Fachberatung richtig richtig gut war. Klar gibt es die Ausnahmen, wie die Aquadicted-Jungs da, die halt auch in so einem Franchiser arbeiten, aber halt natürlich die super Fachleute sind und das ihr Leben lang und genau. auch ihr Leben da dem gewidmet haben. Ja, man muss halt ganz klar sagen, das hat halt einfach auch was mit der Gehaltsstruktur zu tun. Diese Ketten, da ist das halt alles nivelliert und ich kann das vollkommen verstehen, dass dann halt jemand, der das mit Herz und Seele macht, halt nicht unbedingt in diesen Ketten sich dort wohlfühlt und es halt auch oft nicht wirklich gewürdigt wird, seine Fähigkeiten. Also muss man jetzt mal wirklich ganz klar sagen. Und, du, der wird ich kurz. Halt auch sagen, hast du etwas wie André in von Fressnapf in Gotha oder Fressnapf in Erfurt, das sind halt wirklich Ausnahmen. Oder der Kevin beim Zoo und Co. dort. Ja. Aber ich meine auch Zoo und Co. Remscheid war ein Zoo und Co. Also das hat nicht unbedingt was zu sagen. Es gibt auch den Fressnapf Potsdam, der Jan Sieslag ist auch ein Fressnapf. Es gibt super tolle Futterhäuser mit richtig tollen Leuten, wo man nach draußen gar nicht mitbekommt, was dort für Perlen für die Aquaristik eigentlich sitzen. Und also man darf da wirklich sich nicht von dem Schild, was draußen auf der Straße hängt, beeindrucken lassen, sondern man muss halt einfach gucken, was für Leute sind da wirklich da. Und da gibt es wirklich richtig gute Leute immer noch. Aber das kann ich halt in München nicht sagen, ob das da der Fall ist oder ja, nicht. Ja. Aber also ich, du hast ja das Wissen dazu und du kannst sagen, dass es da wohl halt eher nicht ist. Ne? Ja, also ich kann hier nur eine Geschichte aus dem Fressnapf XXL berichten. Da war dann die komplette Lebendtierabteilung geschlossen, weil der Einzige mit Paragraph 11 nicht da war. Der war krank. Dann konnten die, ja. nur ja. ein einziger Mensch hatte den Paragraph 11 und dann mussten sie die komplette Abteilung dicht machen. Also da haben sie Absperrband davor ja. der Aquaristikabteilung gehabt, weil der Typ krank war. Er hat gesagt, also, das gibt's doch nicht. Also, das kann doch nicht wahr sein, sowas. Naja, aber so ist es halt. Jetzt sind wir schon 52 Minuten am Quatschen. Geil, oder? Das ist, die Zeit vergeht schon schnell. Ja. mit Zigarettenpause. Zigarettenpause. Was heißt da Zigarettenpause? Das höre ich mir nachher dann schön an und es wird ja nichts geschnitten und wenn es zu unverschämt ist, dann muss ich halt nochmal so ein Voice-Over drüber machen, weißt? Wie siehst du es denn gerade im Moment? Also ich verfolge das natürlich, ich habe es in auch schon angesprochen auf der Aqua Expo. Die eBay-Kleinanzeigen und die eBays dieser Welt sind voll von gebrauchten Aquarien. Also es ist wirklich brutal, was da gerade auf den Markt geworfen wird. Ich keine Ahnung, ich habe mir am Wochenende eine Aquarienanlage gekauft, eine gebrauchte. So eine ganz kleine, so eine ehemalige Guppi-Anlage von dem Vereinsfreund aus Dachau. 20 Liter Becken in einem schönen Alu-Gestell und unten noch ein schönes 80er auf 40 auf 30 ist das. Da werde ich so ein Pflanzenbecken, glaube ich, draus machen und oben drüber die 12 für 200 Euro, gell?
Inklusive dem Alugstell und allen Becken. Also da kannst du dich nicht beschweren. Ja, ja. Aber der Markt gibt auch im Moment nicht mehr her. Gell? Das ist gerade so größere Anlagen oder auch kleinere Anlagen, da kriegst du eigentlich nichts dafür. Da hast du irgendwann mal Tausende von Euros da reingesteckt und kriegst eigentlich nichts mehr dafür. Selbst, also es gibt selbst im Moment gerade so Ader-Komplett, jetzt wo einer gemeint hat, er muss mal Aquascaping High-End einkaufen für 2.000, 3.000 Euro und meint dann, er wird jetzt noch 1.500 Euro dafür kriegen, da bin ich mal gespannt. Ja. Diese Anzeigen beobachte ich gerade und von Woche zu Woche, wo sie drinstehen und nicht verkauft werden, wieder 100 Euro weniger. Merkt ihr es gerade auch, dass es weniger wird? Nee, kann man eigentlich schon nicht sagen. Also, es gibt sicher, also, man muss natürlich so sagen, wir sind natürlich extrem verwöhnt gewesen, die Branche durch Corona. Das heißt, ich habe ganz viele Leute Aquarien gekauft, wo ich einfach sagen muss, vielleicht war das nicht das Richtige für sie. Genauso wenig wie zu viele Hunde verkauft wurden und zu viele Katzen und so. Und das ist jetzt natürlich, denke ich, das verkaufen jetzt eher die Leute, die sowieso nicht damit klargekommen sind, weil sie eigentlich nicht wirklich ein Faible dazu haben, sondern einfach das nur vollfahren, sich mal ein Aquarium zu stellen. Und das jetzt irgendwie mit der sogenannten Energiekrise halt das den letzten Ausschlag gibt. Ne? Also ich glaube nicht mal so sehr, dass die Aquarianer, die vor Corona ein Aquarium hatten, die jetzt auf einmal verkaufen. Hoffe ich zumindest nicht. Sondern ich glaube, das sind wirklich diese Corona-Geschichten, solche Spontankäufe. Vielleicht mal hat man Aquarianer geworden für zwei Jahre. Ich hoffe, dass es mal so ist. Aber ich weiß halt jetzt nicht wirklich. Ich hoffe es auch, ehrlich gesagt, und ich hoffe auch tatsächlich, dass die ganzen Läden, die es heute noch gibt, dass die diese Corona-Zeit genutzt haben, um sich ein Polster anzulegen. Ein Polster zurückzulegen und sagen, oh, jetzt sind mal 2 Jahre goldene Zeiten angebrochen und das nicht gleich wieder alles entweder reinvestiert haben, was im Prinzip nichts Schlechtes wäre, aber tatsächlich vorausgedacht haben, haben gesagt, irgendwann wird diese goldene Zeit auch mal in eine andere Zeit enden, weil ich habe halt die schwere Befürchtung, dass viele von den Aquaristikleuten das jetzt mit dieser Energiekrise nicht so wirklich kommen haben sehen und auch die Reaktion der Leute nach Corona nicht so richtig abschätzen konnten und jetzt darf vor dem Problem stehen, dass plötzlich die Umsatzzahlen mal um 20, 30, 40% einbrechen und den Winter, den musst du jetzt auch erstmal überleben mit den erhöhten Energiekosten als Ladengeschäft. Ich wünsche es allen sehr, dass sie da vorausgedacht haben oder dass sie vorher schon ein gutes Polster hatten. Weil das, denke ich mir, könnte nochmal so ein paar Läden tatsächlich den Kopf kosten. Was schade wäre. Ja, wobei ich denke halt, es hat jetzt umso mehr einfach Aktion gefordert. Ne? Also wenn man natürlich nach wie vor, was in den letzten Jahren gemacht hat, wartet, bis irgendjemand kommt, das wird halt schief gehen. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, was in Dortmund auf der Messe, auf der Aqua Expo, was da passiert ist, das hat uns ja völlig überrannt da oben mit welches Interesse und Begeisterung halt auch von den Aquarianern da war. Also ich denke, wenn man den Leuten etwas zeigt und sagt, es lohnt sich, du hast ein super tolles Hobby und es ist super interessant und du kannst es eigentlich noch viel interessanter gestalten, dann spielt vielleicht so ein, wenn du da so ein 500 Liter Aquarium stehen hast, ist das 50 Euro Strom im Monat kostet, spielt da eigentlich gar nicht so eine Rolle. Aber wenn man natürlich nichts tut und irgendwie nur sagt, ja, du hast ja völlig recht, das Aquarium kostet viel zu viel Strom, dann wird es natürlich schief gehen, ganz klar. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Leute Interesse haben und man muss sie einfach nur begeistern. Man muss halt tolle Fische zeigen, man muss ein tolles Geschäft zeigen mit viel Inspiration, wo man den Leuten zeigen kann, so kann es bei euch zu Hause aussehen. Wenn ihr halt bereit seid, mehr zu investieren, dann habt ihr halt eine tolle Aquascaping-Kombi dasteht, das einfach auch ein Schmuckstück ist zu Hause. Und wenn ihr euch ein bisschen drum kümmert und tolle, interessante Fische drin habt, ich glaube, wenn der Händler das macht, dann funktioniert es auch weiterhin. Zumindest sehen wir das jetzt in Remscheid oder ich sehe es auch bei Aquadicte bei den Jungs in Erfurt oder ich sehe es halt auch in manchen Futterhäusern, Futterhaus Ahrensburg zum Beispiel in Hamburg oben, wie viele tolle Schauaquaren haben und total engagierte Mitarbeiter dort haben. Und ich glaube, die leiden da alle nicht drunter. Es sind nur diese
sag mal, hat Kleingeschäfte, die schon morgens aufstehen und sagen, das wird heute nichts und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. Da müssen soziale Medien nutzen, Angebote nutzen, dass man halt tolle Fische kriegen kann, tolle Fische zeigen kann und halt sich auch weiterbilden muss. Das ist halt das Problem heutzutage. Die Leute, es guckt ja keiner wirklich, was könnte ich machen. Ich bilde mich weiter, nehme das Thema Aquascaping mal an. Oder wie wir gesagt haben, mach doch mal ein Killifisch-Aquarium mit Pflanzen. Es gibt so tolle Sachen, die nicht groß sind. Killifische brauchen nicht mal irgendwie eine riesen Pumpe, eine Leistungsstärke. Die brauchen in den meisten Fällen gar keine Heizung. Also da kann man gerade in der Richtung ganz, ganz viel machen. Ne? Ja, ja. Man muss halt da muss der Händler halt die Fische zeigen dafür. Muss halt auch mal so ein Aquarium zeigen. Damit der Endverbraucher inspiriert, sich mal in eine andere Richtung zu gehen. Ich bin ja recht gut bekannt mit dem Friedrich Bitter. Und der verkauft ja viel so Zimmertemperaturfische. Ich habe das alles gar nicht so ernst genommen die letzten Jahre. Ja, auch viel so Danios, weißt, und viel so Chinesenfische, wo es halt tatsächlich mit der Zimmertemperatur sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt war ich letztes Mal in der Schweiz und in so einem ganz kleinen Laden auf der Alm sozusagen. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Danio Chopre in einem vernünftigen Setting gesehen. Weißt, nicht so hell, so ein bisschen von hinten angestrahlt, mit viel Pflanzen außenrum. Und da dachte ich mir, ja, so ein geiler Fisch. Hey, gibt's denn das? Was für ein schicker Fisch? Und den kannst du hier bei 18 Grad halten, da fühlt er sich gerade richtig gut. Da dachte ich mir auch, es gibt anscheinend nicht nur diese nordamerikanischen Darter, die hier mit Farbe in Kaltwasser glänzen, sondern da gibt's auch ein paar Sachen aus Indien und aus China, die durchaus erwähnenswert sind. Also von diesem Jobri war ich ganz begeistert. Vor allem die kannst du auch noch ganz easy nachziehen, weißt? Das sind halt nichts, was irgendwie super kompliziert wäre. Die kannst du auf Leitungswasser nachziehen und echt schicker Fisch, kann ich nur allen Leuten empfehlen. Kümmert euch mal um diese Danios, da gibt's ein paar Sachen, das ist echt erstaunlich außerhalb. Also Daniel Kyatit ist auch so ein toller Fisch, ne? Ja, genau. Diese roten Streifen noch drin, aber das sind beide, als Schupfer im Kyatit sind wirklich, das Problem bei beiden ist, dass du sie im Händlerbecken hast, keine Farbe, und wenn du ein dicht bepflanztes Becken hast, sieht man die meistens nicht. Mhm. Das ist, Katschoprei ist so einer, der sich ständig versteckt. Das müsste halt mal dann ausprobieren, ob er dann halt irgendwas anderes, vielleicht Boraras-Arten dazu macht, damit er niemand so viel Angst hat. Aber grundsätzlich genialer Fisch. Ganz genialer Fisch. Und vor allen Dingen wirklich tatsächlich für die Leute, die sagen, Mensch, die Heizung vom Aquarium, das ist nichts. Da hast du dann da einen Fisch, den kannst du auch bei 16 Grad wird der sich noch wohlfühlen. Also da hast du überhaupt keine Probleme. Ja. Gut, was geben wir den Leuten noch mit auf dem? Eine Geschichte muss ich noch erzählen, weil wir es doch schon auf der Aqua Expo auch hatten, dass ich doch mit den Natureholic-Leuten so unzufrieden wäre und ich da viermal angefragt hatte für ein Interview. Jetzt schreibe ich in so ein Forum im Internet, hat einer gefragt, welche Online-Versandhändler man empfehlen könnte. Und dann habe ich halt geschrieben, habe gesagt, Unterwasser Freiburg, auch die Zoobox, das sind alles Online-Versandhändler, die hier in höchster Qualität und auch mit super verpacktes Zeug, die Garnelen-Direktmenschen habe ich noch erwähnt. Und dann habe ich gesagt, aber Abstand halten sollte man bitte von allen Natureholic-Seiten und Depardancen. Garnelio.de, Zierfische.de, Aquascaping.de, sollte man mal die Dinge, und von der Interaquaristik. So, dann schreibt mir der Fachhand auf Messenger, schreibt er mir, hallo Holger, du warnst vor unseren Seiten, ist was vorgefallen? dann schreib ich ihm natürlich zurück, nicht nur einmal, kannst den ganzen Sermon in meinem Podcast nachhören. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal hier haarklein zu erklären. Aber hier in meinem Podcast schildere ich das alles. Dann schreibt er, krass, kann ich deine Mailadresse haben? Er würde das gerne bei sich nachvollziehen. Habe ich ihm meine E-Mail-Adresse geschickt. Und dann hat er gesagt, er wird sich drum kümmern und er wird sich direkt bei mir melden am nächsten Tag. Das war am Montag.
Dann hat er mir, habe ich nochmal geschrieben, habe gesagt, ja, also es wurde ihm nicht zugetragen von seinem Kundenservice, habe ich gesagt, ja, ich habe da bestimmt 15 Mal angerufen und 4 verschiedene E-Mails an 4 verschiedene E-Mail-Adressen geschickt, um ein Interview zu bekommen, weil ich natürlich so ein Geschimpfe nicht ohne eine Möglichkeit, dass sich der auch rechtfertigt und sich dafür auch dafür steht oder dagegen steht. Und dann hat er gesagt, er wird sich melden, und hat sich nicht gemeldet. Jeden Tag schicke ich nur so Fragezeichen in diesen Chat hinein und hat sich bis heute noch nicht bei mir wieder gemeldet. Aber mein letzter Satz war auch, der Kundenservice wollte dich bestimmt vor meinem unsäglichen Hass schützen. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich noch meldet. Vielleicht hört er sich diesen Podcast an und hat gesagt, Fachert, melde dich. Ich will mich mit dir unterhalten. Ich will wissen, was da los ist bei euch. Ich will das hinterfragen. Okay. So, 1 Stunde 5 Minuten haben wir. Jetzt tun wir mal diese erste Folge abschließen, oder? Ja, genau. Hast du noch famous last words für die Zuhörer? Nein. Die sollen sich jetzt alle mal melden. Also ich würde jetzt mal, du bist auf Instagram, ich bin auf Instagram, die sollen uns gerne auf Instagram mal schreiben, was sie da von der ganzen Geschichte halten. Und ich lasse mir noch einen schönen Namen dafür auffallen. Du warst ja für fett und nett, warst du ja nicht zu haben. Dann schauen wir mal, dass ich mir noch einen vernünftigen Namen dafür ausdenke. Und dann schauen wir mal, dass wir das immer so alle 4 Wochen, wenn es uns rausgeht, und ich würde es dann halt immer am ersten Sonntag im Monat, würde ich es dann immer veröffentlichen, dass man immer schaut, dass wir die Woche vor dem ersten Sonntag, dass wir mal eine Stunde Zeit finden, uns zusammenzusetzen und zu ratschen und über die Neuigkeiten zu berichten. Und dann schauen wir mal, ob das ankommt. Und wenn sich meine Zuhörerzahl nicht verdoppelt, dann ist der Roland eh raus. Genau. Roland, wenn es sich verdreifacht, machen wir es jetzt täglich. Genau, dann machen wir es wöchentlich. Okay. Du, Roland, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Da werden wir jetzt mal schauen, dass wir das regelmäßig hinbekommen. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Du hast jetzt auch ein bisschen Erholung verdient, oder? Ja. Oder bist du schon wieder unterwegs? Ja, ich bin heute Nachmittag schon wieder unterwegs. Aber nächste Woche dann bin ich praktisch in Norddeutschland unterwegs. Ja, dann ist ja bald Weihnachten. Alles klar. Dann erhol dich gut und vielen Dank. Bis denn. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war er, der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.